raus. Zum Mitschreiben. Die Stühle stehen da links. Aber jeder nur einen Stuhl. Also. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, also. So, und dann habe ich noch eine Fritte gegessen vom Hausmeister. Ja, aber ganz ehrlich, die Preise sind auch echt. Ey, der muss die aber so auch mal größer machen. Also, es freut mich, dass ihr es alle heute pünktlich hierher geschafft habt. Sicherlich seid ihr schon genauso aufgeregt wie ich und könnt es kaum erwarten, den Abi-Film zu drehen. Naja, also mir ist schon ganz kribbelig zumute. Aber erstmal steht uns ein wenig Arbeit bevor. Was heute auf unserer To-Do-Liste steht, wird euch jetzt Alida vorstellen. Ja. Hast du meine Liste gesehen? Nein, ich habe unsere Liste nicht gesehen. Die solltest du nämlich mitbringen. Tja, Planänderung. Wir machen das jetzt einfach spontan. Wie wär's denn mit, wir fangen an, am besten mit, wie wär's denn erstmal mit einer Filmidee? Filmidee, gutes Stichwort. Hat denn schon jemand eine Filmidee? Sicherlich sprudeln eure Köpfe vor lauter Ideen schon über, nicht wahr? So ist es zumindest bei mir. Und ich könnte auch die Idee vortragen, wenn nicht einer gewisse jemand meine Liste vergessen hätte. Jedenfalls. Was sind eure Vorschläge? Das kann ja jetzt wirklich nicht sein. Ich habe euch vor 3 Wochen gesagt, dass ihr euch... Ey, sorry Leute, aber ohne die Dinger halte ich das hier echt nicht aus. Ah, ist recht. Oh mein Gott, das ist es. Was ist das eine, was unsere Stufe gemeinsam hat? Das, ohne das niemand auskommen würde und das, ohne dass die Schule einfach dumm wäre. Das Klingeln? Die Freistunden. Richtig, Kaugummis. Ah. Bin ich aber mal gespannt. Hier, an dem Ort, wo Schüler sich inspirieren lassen, lernen, sich weiterentwickeln und sicher fühlen sollen, wird gerade ein ernsthaftes Thema bekämpft. Dielen. Ja, Sie haben richtig gehört, das Elisabeth-Langenester-Gymnasium ist voll von Kaugummidealern. Immer mehr Schüler werden abhängig und können sich kaum noch ohne den Stoff konzentrieren. Nun stellt sich die Frage, ob die Verbreitung der Kaugummis überhaupt noch zu stoppen ist. Ich bin Carla Kästin von der BILD und wir berichten heute live und vor Ort über die aktuelle Lage. Um die Lage besser einschätzen zu können, befragen wir zuerst einmal die Lehrer der Schule. Entschuldigen Sie, wir berichten momentan über das aktuelle Problem des Kaugummi-Deals. Wie gehen Sie als Lehrer der Schüler mit dem akuten Problem des Kaugummi-Konsums im Unterricht um? Well, Good morning, class! Morning. So, please take out your homework about the Second World War. Alina, are you chewing gum? No. Sorry. Ich glaube, da geht jeder anders mit um. Um noch weitere Meinungen zu hören, machen wir uns jetzt einmal auf die Suche nach weiteren Lehrern. Ah, Sie sind Herr Rose, richtig? Ja. Was empfinden Sie in der jetzigen Lage des Kaugummi-Deals? Wie kann den Schülern geholfen werden und was tun Sie dafür? Also, schlimme Sache. Nicht, dass wir Lämmer waren, ja, aber ob man denen noch helfen kann. Also die Jugend heutzutage. Ich habe hier das ganz Neue dabei. Das sind die Strong Mint Kaugummis. Das sind nicht die normalen.
Alter, geil. Aber du weißt, was du dafür geben musst, ne? Ja, ich mach die Hausaufgaben noch, du kriegst sie noch. Nur noch ein bisschen mehr Zeit, bitte. Ein kleiner Vorschuss kann doch davon nicht schaden. Ich brauch das. Ey, du kennst es. Ohne Hausaufgaben kriegst du auch keinen Stoff. Ja, du kriegst sie auch noch. So nett. So nicht. Na, was läuft denn hier? Was macht ihr beiden hier? Nur geredet. Reden? Ja. Wir reden jetzt mal. Nix. Was raschelt denn da so? Ja, zeig doch mal her. Wir reden noch. Hätte ich mich in meiner Jugend so drauf angestellt, ich hätte auf dem Schulklo nichts verdient. Ich weiß auch nicht. Okay, vielen Dank. Wie Sie sehen, ist das Kaugummidealen hier zu einem ernsten Problem geworden, welches so nicht weitergehen kann und dringend angegangen werden muss. Auch dem stellvertretenden Schulleiter, der hier neben mir steht, liegt dieses Problem am Herzen und er möchte ein abschließendes Statement dazu abgeben. Ja, Sie sagen das. Kaugummikauen ist für uns ein ernstzunehmendes Problem geworden. Unsere Schule steht für zivile Courage und Toleranz. Wir werden mit allen Mitteln dagegen vorgehen. Vielen Dank. Also ich unterbreche dich ja wirklich ungern, aber mir kommt das total bekannt vor. Ja, Mann. Klingt voll nach meinem Leben. Ja, Bro. Ja, Babsäcke. Vera hat recht. Ich kenne die Story und das Ganze drumherum, aber irgendwie auch. Ja, vielleicht habt ihr den letzten irgendeinen Mafia-Film gesehen. Nein. Ich geh mal kurz aufgehen. Doch! Oh! Ich kenne die Geschichte aus dem letzten Abi-Film. Und eigentlich auch aus dem davor. Meinst du den mit der Mafia und den in den Krall-Dieben? Den habe ich schon 100-mal gesehen. Wollen wir die vielleicht mal zusammenschauen? Ich meine, wir könnten so eine Pyjama-Party machen und dann bringt jeder was mit und wir könnten Pizza bestellen und ich bezahle dann mit der Karte von meinem Vater. Und wir bleiben die ganze Nacht wach und trinken zuckerfreie Cola und... Naja, also früher dürfte ich immer nur ein halbes Glas Cola trinken, weil ich sonst nicht schlafen konnte. Ach übrigens, meine Tante Gertrude... Ey, komm, lass mal gut sein. Ich glaube, wir haben im Moment eh keine Zeit für eine Party. Auch so die nächsten 3 Jahre nicht. Ah. Toll! Da sind wir jetzt wieder ganz am Anfang. Ohne Idee und nichts. Also wenn du ohne nichts sagst, ist das eigentlich eine doppelte Verneinung. Aua. Hey Leute, schaut noch, was ich gefunden habe. Auf dem Klo? Nein, natürlich nicht. Weil du warst doch gerade auf dem Klo. Ja schon, aber da habe ich das nicht gefunden. Ich habe ein Papier gefunden. Ein Klopapier. Nein. Nein, ich war zwar auf dem Klo, aber da war das Papier nicht. Es war in meiner Tasche. Ist das etwa meine Liste? Tja, was haben wir beide denn Schönes aufgeschrieben? Also, eins nach dem anderen. Also, unsere erste Idee war Krieg der Götter. Also ein Krieg, in dem sich Götter bekriegen. Ach, und was habt ihr zwei Experten euch dabei gedacht? Ja, genau. Kommen da so Mafiosos drin vor? Nein. Bei dem Krieg der Götter geht es um... Also folgendes. Es war einst im Jahre 2022 vor Christus, als ein Gelehrter folgende Worte über den großen, aber doch sehr unbekannten Krieg der Götter schrieb.
Im Jahre des Schafshirten, in dem sich Neptun und Pluto, der Planet, im Strahl des Sonnenuntergangs kreuzten und in die Früchte der Bäume reichlich an den Ästen hingen, da brach ein Streit im Abilymp aus, wie ihn die Götterwelt noch nicht gesehen hatte. Dieser Streit entflammte ursprünglich im Rat der Götter, in dem die Götter nun einmal die wichtigsten Geschehnisse beraten. So, nachdem wir die Ketzer im Norden Griechenlands wie Kakerlaken unter unseren Füßen zerdrückt haben, ist es Zeit, auch mal einen Blick auf unsere inneren Angelegenheiten zu werfen. Folgendes ist passiert. Nachdem die Bibliothek im letzten Jahr von Ratten befallen wurde oder abgebrannt ist oder geflutet wurde oder ach, was auch immer, wird diese nun umquartiert in ein anderes Gebäude. In dem es sicherlich nie Wasserschäden werden gibt. Und die alten Räumlichkeiten werden frei. Nach einigen Beratungen habe ich beschlossen, diesen Raum nun Lehrerzimmer 3 zu nennen. Warum denn Lehrerzimmer? Wir sind doch Götter, keine Lehrer. Und warum 3? Ja, genau, das habe ich vergessen. Die bisherigen Aufenthaltsräume für alle Ratsmitglieder wurden in Lehrerzimmer 1 umbenannt, in welchem ich herrsche, und Lehrerzimmer 2, in welchem Poseidon seine Macht bin. Nein! Das kann man nicht sagen! Wer hat es denn abgestimmt mit der Gewerkschaft? Zudem waren sich meine Freunde und ich einig, dass das Lehrerzimmer 3 ebenfalls mir zustehen sollte. Was? Bitte was, Digga? Hä? Es war doch klar, dass das mir gehört, das Lehrerzimmer. Ich habe viel mehr Anhänger und außerdem, ich brauche noch einen Raum für die Selfies mit meinen Fans. Na, unglaublich! Einen Stuss, kleiner Bruder. Ich bekomme den Raum und damit passt das. Das wird nicht gehen! Du weißt, was das bedeutet. Aber na klar! Du forderst mich zu einem Krieg der Götter! Und so begab es sich, dass sich die beiden Kriegsparteien auf die große Schlacht an den Thermophylen vorbereiteten. Was beide der mächtigen Götter jedoch ganz vernachlässigt hatten, war die Tatsache, dass ihr Bruder Hades noch immer irgendwo dort unten in der Hölle im Keller lauerte. Er picht auf eine Chance auf Rache und auf die Rückkehr an die Macht. Aus verlässlichen Quellen erfuhr Hades vom Streit seiner Brüder und dem darauffolgenden Krieg. Ja. Los geht und versammelt meine Schergen um mich herum, damit ich wieder in den Abilymp zurück kann und die Herrschaft an mich reißen werde. Geht! Ja, Meister, ja, Meister. Abilymp, ich komme. Mit denen willst du in den Krieg ziehen? Die sind doch alle dumm! Und ausgeleierter Wasserkocher! Mit denen gewinnst du keinen Krieg! Wenn du dich ergibst, dann werde ich dir einen schnellen, schmerzfreien Tod gewähren! Ergebt euch, ihr verirrten Seelen! Ihr den vermaledeiten Worten meines tischgesichtigen, schmalbrüstigen Bruders folgt! Ergebt euch! Niemals! Niemals! Aber immer! Du stinkender Otter! Ich werde dir die Eingeweide rosten wie eine Fisch! Ha! Du Wasserpflanze! Du Wasserpest! Ha! Deine Mutter ist der Fisch! Warum? Du
Und während die beiden sich immer wieder gegenseitig anbrüllten, setzt Hades seinen akribisch geplanten Plan in die Tat um. Als erstes stellte er sich eine Crew zusammen, bestehend aus Cerberus, dem schrecklichen Hund. Er kann jeden Feind mit seiner Hässlichkeit verschrecken. Mathematikos, dem verschollenen Gott der Mathematik, der jede Rechenaufgabe im Handumdrehen löst. Den einen Schüler aus der letzten Reihe, der immer Kaugummi kaut. Er kann mit seinen multifunktionellen Kaugummis den Boden vermieden und jedes Schlüsselloch verkleben. Und zu guter Letzt den Herr der Olympischen Spiele, der jede Sportdisziplin auf göttlichem Niveau beherrscht. Hades, teuflisch guter Plan! Zuerst besorgen wir einen der Schiebewegen des Torhüters der Hölle, indem Cerberus seinen Hundeblick anwendet und den Torhüter ablenkt. Danach klauen wir Hermes, dem Götterboten, einen Haufen Pakete, indem wir ihn in eine Kaugummifalle locken. Wenn er dann seine schönen Schuhe sauber machen will, schnappen wir uns die Pakete und sind weg. Die Pakete kommen auf den Wagen und jeder von uns versteckt sich in einem, außer unser Sportler. Der schiebt den Wagen dann zum Eingang von Zeus' großer Halle und behauptet, er hätte eine Lieferung mit Friedensgeschenken von Poseidon. Zeus hat sicherlich die Schlacht gewonnen und wird in seiner Arroganz befehlen, dass man uns hereinlasse. Danach müssen wir nur noch das Rätsel der Sphinx am Eingang beantworten, um zu passieren. Dieses Rätsel löst dann unser Mathe-Spezialist, denn an Dienstagen bringt die Sphinx immer nur Mathe-Rätsel. Das habe ich beobachtet. Ihr wollt eintreten? So müsst ihr ein Rätsel lösen. Was ist 4 plus 12? 16! Ist das korrekt? Alles klar. Ihr dürft eintreten. Nachdem wir dann ins Innere gelangt sind, schlägt meine große Stunde. Wir alle springen aus den Kartons. Und ihr könnt euch dann eigentlich verziehen, denn ich brauche euch nicht mehr. Mein Plan ist aufgegangen. Yeah! Ich brauche euch nicht mehr. Hallo, Bruder. Hades, was tust du hier? Du bist doch verbannt in den verrauchten Kellern des Abilymp zu verrotten, während wir es uns hier oben gut gehen lassen. Oh, das hätte ich nicht sagen sollen. Ach, Zeus, du bist alt und unaufmerksam geworden. Während du dich mit unserem rauflustigen Bruder Poseidon hier oben prügelst, habe ich die Zeit genutzt, meinen genialen Plan in die Tat umzusetzen. Und jetzt stehe ich hier und werde ihn vollenden. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Den Plan habe ich eben schon den Zuschauern ausführlich erklärt und das zu wiederholen würde hier echt die Screentime sprengen. Na gut,
dann führe deinen Plan eben weiter aus. Wie du willst. Das ist Sparta! Ja. Warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Und so begab es sich, dass der große Zeus nach seinem heroischen Sieg schließlich doch von Hades überlistet wurde und bei seinem Sturz starb. Okay, sorry, das ist ja alles schön und gut, aber Götter können nun mal nicht sterben. Und zweitens, diese Szene, es wirkt einfach nur billig. Wir müssen uns was anderes überlegen. Och, das war ein abruptes Ende. Ich wollte eigentlich noch weiter erzählen. Naja, ich finde ja, sie hat schon recht, weil wir brauchen eine andere Idee. Verräter! Na dann lasst eure Ideen mal sprudeln. Also ich... Ah. Also ich habe da so eine Idee, und zwar im Angesicht der aktuellen Lage und auch der Dinge, die da passiert sind in letzter Zeit, könnte man ja einen Film über Corona... Alle auf den Boden! Hat gerade jemand das verbundene Wort gesagt! Oh. Oh. Wo ist der Dreckskerl? Niemand hat das verbotene Wort gesagt. Oh. Er wollte nur, Also, er wollte eigentlich nur einen Film über Cornflakes drehen. Naja, also eigentlich wollte ich ja... Cornflakes sagen, ja? Cornflakes. Na, dann habt ihr nochmal Glück gemacht. Wenn ich einen von euch dabei erwische, wie ihr das verbotene Wort sagt, dann gibt's Mühsam im Dienst. Abrücken! Naja, also, hat noch jemand eine richtige Idee? Hallo! Hier! Da! Hallo! Was ist denn deine Idee? Lauter! Jetzt halt doch mal ein Stück runter da! Da, genau! Nochmal bitte! Also, ich hätte da ganz vielleicht eine Idee, aber also nur, wenn ihr sie wirklich hören wollt. Also eigentlich ist die Idee ja von uns beiden. Ja, also es wäre eher eine ruhigere Geschichte, eher so wie eine Doku oder so. Oh, ich habe sie gar nicht bemerkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Wildnis. Wir befinden uns heute an einem ganz besonderen Ort, denn wir bewegen uns im Elisabeth-Langesser-Reservat. Flora und Fauna blühen hier wirklich wunderbar. Kommen Sie doch mit und staunen Sie selbst. Nicht zu vergessen, die vielen Tierarten, die hier leben. Warten Sie, ich glaube, ich habe schon eines entdeckt. Kommen Sie. Es handelt sich bei diesem Exemplar um einen Ralphosaurus emmerichus. Die Spezies Ralphosaurus emmerichus hat typischerweise einen kräftigen Körperbau und den braucht es auch bei den vielen Strapazen, denen es ausgesetzt ist. Ob Treppenlaufen lautet die Skipuli oder Unterricht. Ein Wunder, dass diese Spezies eine ökologische Nische gefunden und überlebt hat. Diese Spezies ist ansonsten immer sehr fleißig. So, dann machen wir diese Aufgabe hier. Ansonsten ist ein Ralphosaurus emmerichus sehr fleißig. Seid ihr soweit? Ein Ralphosaurus emmerichus tickt nach seiner eigenen Uhr. 15 Minuten Verspätung können also auch mal vorkommen.
Entschuldigung für die Verspätung, ich hatte noch ein Gespräch. Doch was ein Ralphosaurus Emerichus so besonders macht, ist seine Ruhe und Geduld mit seinen zu lehrenden Jünglingen. Herr Emmerich, dass das über den Engels der Vektorfall ist, habe ich verstanden. Aber warum sind da jetzt auf einmal so viele Zahlen? Mega unlogisch. Niemand würde sowas im Matheunterricht sagen. Also sorry, aber dann warst du wahrscheinlich noch nie in unserem Mathe-Grundkurs. Trotzdem, sorry, no front, aber die Idee ist so langweilig. Niemand will sich eine Doku in einem Abi-Film anschauen. Ernsthaft jetzt? Du gehst mir langsam so auf den Sack! Ständig machst du nur unsere Vorschläge runter und nie hast du eigene Ideen. Willst du uns provozieren oder warum bist du überhaupt hier? Ja, genau, Mann. Willst du uns provozieren oder ja, was? Ja, Mann. Tja, was nun? Sollen wir jetzt einfach hingehen und unsere sinnlosen Diskussionen hier filmen und das war's dann mit dem Film dieses Jahr, oder wie? Oh, deswegen sind die ganzen Kameraleute hier! Unbekannten Krieg der Götter schrieb. Technische Probleme? Nein, technische Probleme gibt es bei uns nicht. Ich kann mit meinem Namen dafür bürgen, dass wir noch nie technische Probleme gehabt haben. Danke, ich muss jetzt weiter. Abrücken! Also nur wenn ihr ihn hören wollt. Also eigentlich ist das ja eine Idee von. Ein Ralphosaurus Emerichus. Den werden wir jetzt jagen und verspeisen. Also kommen Sie mit und freuen Sie sich auf ein wunderbares Festmahl. Schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Bei Expedition Witness.